وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله. Ibn Mas'ud radiallahu an berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, keinen Neid außer in zwei Fällen, also keinen Neid darf es geben außer in zwei Fällen. Im Fall eines Menschen, dem Allah Reichtum gegeben hat und den er befähigt hat, mit ihm in rechter Weise zu verfahren. Und im Fall eines Menschen, dem Allah Weisheit gegeben hat und der in ihrem Sinne handelt und sie anderen weitergibt. Und hier steht, was mit Neid hier gemeint ist. Und es gibt verschiedene Formen von Neid. Es gibt nämlich, also wenn man Neid, das Wort Hasad an sich sagt, dann heißt das, dass man bei jemandem etwas Gutes sieht oder etwas sieht, was man sich selbst wünscht und sich irgendwie wünscht, dass diese Ni'ma, dieses Geschenk von diesem Menschen weggeht. Und das ist natürlich eine der schlimmsten inneren Sünden, die es gibt. Ja? Und hier ist aber gemeint, einfach der Wunsch, etwas zu haben. Der Wunsch, also man sieht bei Menschen zum Beispiel dieses Wissen oder diese Weisheit oder diesen Zustand und wünscht sich das Gleiche für sich selbst, ja? Ohne natürlich für diesen Menschen zu wünschen, dass es von ihm vergeht. Und in der vorletzten Zeile, dem Allah Weisheit gegeben hat, Weisheit wird hier definiert als nützliches Wissen. Das ist Hikma und in der Erklärung zu dem Hadith steht nützliches Wissen.